ich bin Anna Bledau. Ja, Ballaststoffe spielen in unserem Körper sehr große Rolle, haben große Wirkung. Zum Beispiel, sie können Wasser aufnehmen, aufquellen, dadurch auch ihre Volumen vergrößern und gewisse Druck auf die Darmwand ausüben. Das fördert die Peristaltik oder Darmbeweglichkeit und ist wunderbare Prophylaxe gegen Verstopfung. Damit dieser Effekt auch auftritt, sollen wir daran denken, dass Sie genügend trinken müssen. Noch eine wunderbare Eigenschaft von Ballaststoffen ist Entgiftung. Also die können auch nicht nur Wasser aufnehmen, sondern giftige Substanzen, die bei Stoffwechsel entstanden sind oder mit der Nahrung zugefügt wurden. Und eine davon ist zum Beispiel Schwermetalle. Schwermetalle konkurrieren in unserem Körper mit nützlichen Mineralien. Und wenn wir Mineralienmangel haben, kommt das auch zu unterschiedlichen Symptomen, bis zu Übersäuerung, bis zu Knochenabbau, Muskelabbau, ständige Müdigkeiten oder irgendwelche Muskelschmerzen, Nierenschmerzen. Außerdem können Ballaststoffe auch Kohlenhydrate bilden und Cholesterin. Das führt wiederum dazu, dass wir kein Übergewicht bekommen, also Kohlenhydrate werden nur sanft zerlegt und im Blut abgegeben, also in Form von Glucose. Glukosespiegel bleibt dabei stabil, das ist auch sehr, sehr gut, weil erhöhter Spiegel von Glucose ist giftig, also Glucose als Molekül hat nur eine bestimmte Menge im Blut und wenn es zu lange oder zu hoch wird, zu lange drin verbleibt, kann es auch Gefäße schädigen. Deswegen haben die Ballaststoffe auch blutreinigende Eigenschaften in diesem Sinne und Cholesterin, wenn die Cholesterin binden, dann regen sie die Leber an, ihre eigene Reserve zu nutzen, also Cholesterin irgendwo im Körper abbauen, um neue herzustellen. So wird auch Gewicht stabil gehalten und auch Blutgefäße unterstützt. Dann haben die Ballaststoffe auch ein Sättigungsgefühl, also dadurch, dass sie, wie gesagt, Volumen vergrößern, quellen auf. Und man kann ja von Ballaststoffen jetzt nie so viel essen. Man kennt ja das, also nach Salat bist du ziemlich satt und längere Zeit oder nach Hülsenfrüchte, also das gibt gewisse Volumen, gewisse Druck und das kommuniziert dann weiter mit unserem Gehirn und sagt, du bist satt, du bist voll. Ballaststoffe dienen auch als Nahrungsmittel für unsere gute Darmbakterien. Also Darmflora ist sehr, sehr wichtiger Teil, weil Darmbakterien, die uns freundlich sind, bilden selber sehr viele Stoffe, die uns helfen können. Das ist nicht nur Mineralien, Vitaminen und so weiter, sondern auch zum Beispiel Buttersäure und Milchsäure, die Darmwand ernähren. Also dadurch wird sie ständig repariert und regeneriert. Und Darmflora oder gesunde Darm allein schon spricht auch für die gesunde Immunsystem und unterstützt Immunsystem, weil wir wissen ja, dass 80% davon sitzt sich tatsächlich im Darm. Also man kann sagen, dass wenn Darm gesund ist, auch Mensch gesund. Also Ballaststoffe unbedingt in ihre Ernährung integrieren, also mindestens 30 Gramm pro Tag und schaut, dass es immer irgendwie im Wechsel verschieden ist.